Aufruhr bei der Lufthansa, dem deutschen Traditionsunternehmen. Protestzug aufgebrachter Mitarbeiter von Lufthansa Technik Hamburg, einem der größten Arbeitgeber der Hansestadt. Wir sind zu teuer und wir werden dicht gemacht. Dann. Das ist echt traurig. Traurig, ja. 400 Arbeitsplätze in Hamburg fallen weg. Tausende sind gefährdet. Die Geschäftsleitung hat eine klare Strategie, meint der Betriebsrat. Auf eine ganz simple Formel vereinfacht. Entweder es erfolgen Zugeständnisse oder ich mach zu. Die Konzernleitung will sparen und die Löhne drücken. Billigcarrier wie EasyJet, Ryanair und die Konkurrenz aus Asien machen der Lufthansa das Geschäft streitig. Und wir müssen uns dem Wettbewerb stellen. Und das können wir nur tun, indem wir uns verändern, indem wir in die Zukunft schauen. Doch werden die Mitarbeiter auch mitgenommen auf diese Reise in die Zukunft? Wir sind nicht mehr so motiviert, bei der Lufthansa zu sein. Kann ich nur sagen, leider. Was bedeutet der Konzernumbau für die 130.000 Mitarbeiter? Was für die Fluggäste? Müssen sie nun kräftig Abstriche in Kauf nehmen bei dem, was den guten Ruf der Lufthansa ausmacht? Service und Sicherheit? Hamburg, 1. Mai-Demo. Die Mitarbeiter von Lufthansa Technik sind sauer. Der gesamte Bereich Flugzeugüberholung wird ins Ausland verlagert. Nun gehen sie auf die Straße. Weil wir hier ein Zeichen setzen wollen gegen Lohndumping, gegen Erpressung und gegen Verlagerung ins Ausland. Die Qualität stimmt, die Zeiten, Durchlaufzeiten sind auch hervorragend. Nicht zu verstehen. Absolut nicht. Verständnislosigkeit, ganz klar. Auch wenn die Älteren der Abteilung Flugzeugüberholung laut Tarifvertrag nicht kündbar sind, werden die meisten umgesetzt in andere Bereiche. Auch in solche, in denen ihre Qualifikation nicht mehr gefragt ist. Sie fühlen sich abgeschoben. Wir sind spezialisierte Fachkräfte. Ja, aber es wird einfach nicht mehr gesehen. Wir sind einfach überanscheinend. Man ist da als Alleinernährer da und das ist schon beängstigend, auf jeden Fall. Diese ganze Entwicklung, man weiß ja auch nicht, wenn man jetzt in eine neue Abteilung kommt, wie lange das da gut geht. Ob da nicht in ein, zwei Jahren wieder einer kommt mit der Brechstange und sagt wieder, ihr seid zu teuer, wir müssen billiger werden, sonst machen wir euch dicht. Ungewisse Zukunft, schlechte Stimmung im Stammwerk von Lufthansa Technik. Das, was der Bereich Generalüberholung hier in Hamburg 60 Jahre lang gemacht hat, soll in Zukunft nur noch im Ausland stattfinden. Mir werden brisante Dokumente zugespielt. Es handelt sich um das Protokoll des Abschlusschecks eines Airbuses A380 der Lufthansa nach einer monatelangen Generalüberholung im Ausland. Zu sehen sind seitenlange Fehlermeldungen. Mir wird klar, ich bin einem streng gehüteten Geheimnis der Lufthansa auf der Spur. Wie ich erfahre, wurde der A380 in der Zweigniederlassung von Lufthansa Technik in Manila auf den Philippinen überholt. Bevor so ein Flugzeug wieder in den Linienbetrieb geht, wird immer von Lufthansa Technik ein Abschlusscheck gemacht. Piloten fliegen bestimmte Manöver und Qualitätskontrolleure prüfen den Jet auf Herz und Nieren. Bei der Maschine werden hunderte Fehler festgestellt. Besonders brisant, während des Testflugs ereignet sich laut der Unterlagen ein sehr schwerer Vorfall. Ein very serious incident. Die Maschine ist nicht voll flugtauglich. Obwohl sie gerade bei der Lufthansa Technik Außenstelle auf den Philippinen general überholt worden ist. Was war passiert? Ich recherchiere weiter und treffe einen Insider, der die technischen Details kennt. Während dieses Fluges gab es dann eine Abweichung von der Schwerpunktlage, die der Computer erkannte. Und daraufhin schalteten sich die Sicherheitssysteme ab. Und das Flugzeug war dann in der manuellen Steuerung. Normalerweise überwachen Computer, dass sich das Flugzeug während des Fluges in der Horizontalen hält.
Am Höhenleitwerk hinten sitzt ein Motor, der das Höhenleitwerk steuert. Doch in diesem Fall funktionierte der nicht richtig. Die Folge? Die Sicherheitssysteme schalteten sich ab. Daraufhin kehrten die Piloten zurück nach Manila. Nach langen Kontrollen und Fehlersuchen hat man dann festgestellt, dass hinten der Verstellmotor für das gesamte Höhenleitwerk falsch montiert war und dadurch die Flugcomputer keine genauen Daten über Stellung des Motors hatten. Das ist ja schon ein gravierender Notfall. Wie ist das möglich, dass solche Fehler überhaupt nicht entdeckt werden, sondern erst beim allerletzten Check, bevor so ein Flugzeug wieder auf die Linie geht? Das liegt daran, dass es vielleicht da Menschen gibt, die nicht genau nach den Vorschriften arbeiten. Und man muss auch mal dazu sagen, dass bei solchen Eingriffen in die Flugsteuerung auf jeden Fall immer Doppelkontrollen gefordert sind von einer Behörde und auch vom Flugzeughersteller. Und dass auch natürlich dann entsprechende Tests gemacht werden müssen. Und offensichtlich wurde das hier nicht richtig gemacht. Dieser gravierende Fehler wurde letztlich von der Lufthansa-Technik entdeckt und noch in Manila behoben. Von den hunderten anderen Mängeln hätten einige ebenfalls die Sicherheit der Passagiere gefährden können. Die Geschäftsleitung von Lufthansa-Technik entscheidet, dass viele dieser Mängel in Frankfurt am Main behoben werden sollen. Weitere 2 Wochen intensive Arbeit. Die hochqualifizierten deutschen Techniker mussten die Fehler ausbügeln, die in der ausländischen Zweigstelle Manila gemacht wurden. Ich bitte Lufthansa Technik um ein Interview. Das lehnt sie ab, äußert sich aber schriftlich. Auf die Vielzahl der Mängel geht sie nicht ein und zu dem falsch eingebauten Motor schreibt sie nur, Zitat, die festgestellte Beanstandung an einem der Trimmotoren wurde behoben und gemäß der geltenden Verfahren dokumentiert. Eine lapidare Antwort. Zu dem sehr schweren Vorfall, dem Abschalten aller Sicherheitssysteme, äußert sich Lufthansa Technik nicht. Vom Stammwerk von Lufthansa Technik wurden mir Aufnahmen aus dem Herbst 2016 zugespielt. In einer Halle ist auch ein Airbus A380 zu sehen. Er wird hier general überholt, obwohl das Kompetenzzentrum für die A380 laut Lufthansa eigentlich in Manila liegt. Man weiß bei der Geschäftsleitung wohl sehr genau, was die deutschen Techniker können. Und tatsächlich. Aus einem internen Bericht der Geschäftsleitung geht hervor, dass dieser Airbus A380 nur einen Tag nach dem Abschlusscheck in perfektem Zustand direkt in den Linienbetrieb gehen konnte. Die Überholung dauerte nur 86 Tage, in Manila über 110. Das Flugzeug war in sehr gutem Zustand. Es gab sehr gutes Crew-Feedback bei der Übergabe. Hier in Hamburg arbeiten hochqualifizierte Techniker, die erstklassige Arbeit leisten. Sogar Fehler von Zweigstellen auf der ganzen Welt ausbügeln müssen. Und genau die sollen abgewickelt werden? Wie kann das sein? Antwort: Die Geschäftsleitung will rigoros Personalkosten sparen. Der Betriebsrat behauptet, man hätte immer gesagt, dass die ausländischen Standorte nur für zusätzliche Aufträge aufgebaut würden. Doch heute sehe das anders aus. Der Arbeitgeber hat expandiert. Sofia, Malta, Budapest, Manila, Puerto Rico, um nur einige zusätzliche Standorte zu nennen. Die wurden eröffnet. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben aus Hamburg heraus diese Standorte supportet, haben dazu beigetragen, dass diese Standorte das Laufen lernen. Und dann kommt der Arbeitgeber und sagt, jetzt sind die Standorte aber günstiger als ihr. Entweder ihr gebt Zugeständnisse oder ich mache zu. Der Betriebsrat lehnte eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit um 2 Stunden und eine Absenkung der Schichtzulagen für nicht mal 5 Jahre Beschäftigungsgarantie ab. Ein zu schlechtes Angebot. Folge: Der Bereich wurde einfach dicht gemacht. Neben der Generalüberholung von Flugzeugen im Hamburger Stammwerk von Lufthansa Technik werden auch Triebwerke instand gesetzt. Auch die Abteilung für Triebwerke wollte die Geschäftsleitung wegen ausbleibender Verträge im letzten Jahr schließen. Doch der Betriebsrat konnte das abwenden, weil die Mitarbeiter starke Lohneinbußen in Kauf nahmen, erklärt mir der Betriebsratsvorsitzende.
Wenn der Arbeitgeber sagt, internationale Wettbewerbsfähigkeit oder ich mache zu, 2000 Arbeitsplätze stehen zur Disposition, dann werden die Kolleginnen und Kollegen auch gefragt und werden gefragt, möchtest du arbeitslos werden oder möchtest du unter anderen Bedingungen hier weiter beschäftigt werden? Eine große Wahlmöglichkeit für die Menschen gab es dann nicht. Kaum wäre der Tarifvertrag mit Verlängerung der Wochenarbeitszeit und Kürzung der Schichtzulagen unterschrieben gewesen, hätte die Geschäftsleitung sofort neue Aufträge verkündet. Thorsten Schmidt fühlt sich getäuscht. Natürlich, genau. Stunden später nach Unterschrift dieser Zugeständnisse flatterten dann die zusätzlichen Aufträge aus der Zwischendecke. Und dann hat das natürlich einen fahlen Beigeschmack. Den Eindruck, dass die Lufthansa ihre Mitarbeiter immer mehr unter Druck setzt und ihnen mit Schließung ganzer Betriebsteile droht, gibt es auch in anderen Bereichen des Konzerns. Zum Beispiel bei den Piloten. Der Sprecher der Vereinigung Cockpit, Markus Wahl, ist selbst Pilot der Lufthansa und kann das bestätigen. Es ist in allen Konzernteilen immer wieder so, dass Beschäftigungsgruppen in Tarifverhandlungen zum Beispiel unter Druck gesetzt werden mit dem Argument, wenn ihr nicht billiger werdet, dann machen wir das mit einem ausländischen Unternehmensteil oder ersetzen euch kurzerhand durch andere Arbeitskräfte. Ich glaube, die Technik ist da nur ein, aber wenn auch sehr einleuchtendes Beispiel dafür. Ich möchte wissen, gibt es für ihn einen Unterschied, ob ein Flugzeug nach einer Überholung aus einer deutschen oder einer ausländischen Werft kommt? Das hat sich bestätigt gefunden in Gesprächen mit Kollegen, dass alle von uns doch ziemlich froh sind, wenn sie ein Flugzeug aus der deutschen Werft bekommen haben. Es gibt eine ganze Reihe von Geschichten, von Fehlern, von nicht beigelegten Defekten bei Flugzeugen, die aus einer ausländischen Werft kamen, während es diese Geschichten von einer deutschen Werft eigentlich nicht gibt. Wie sieht es bei den ausländischen Standorten aus, will ich wissen, und fliege nach Bulgarien in die Hauptstadt Sofia. Einer der Standorte, wo Lufthansa Technik eine Werft betreibt. In Bulgarien sind die Löhne niedrig. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt gerade mal 1,24 Euro. Und es gibt kaum Mitbestimmung. Von hier wurde mir ein Brief zugespielt, in dem Mitarbeiter von Lufthansa Technik Sofia sich bei der Geschäftsleitung in Hamburg über miserable Arbeitsbedingungen beklagen. Niedrige Löhne zwischen 600 und 1000 Euro für hochqualifizierte Techniker. Willkürliche Entscheidungen der Führungskräfte. Qualitätsprüfer verlassen den Betrieb. Anforderungen an die Qualitätskontrolle könnten so nicht mehr eingehalten werden. 16.45 Uhr, Schichtende. Ich versuche, mit Betriebsangehörigen ins Gespräch zu kommen. Möchte wissen, ob sie die Vorwürfe bestätigen können, die der Werksleitung gemacht werden. Einige gehen weiter, einige sprechen mit mir, wollen aber nicht gefilmt werden. Sie bestätigen alles, was in dem Schreiben steht. Schlechte Arbeitsbedingungen, schlechter Lohn, unfähiges Management. Einer spricht sogar offen in die Kamera. Wir haben ihn dennoch verfremdet, um ihn nicht zu gefährden. Er spricht Klartext. Das Management ist nicht gut. Hier steht, dass viele fertig ausgebildete Qualitätskontrolleure kündigen und es nur noch Trainees gäbe. Ja, die Qualitätskontrolleure gehen, weil sie bessere Verträge finden, bessere Arbeitsbedingungen. Und viele Leute verdienen nur so um die 600 Euro. Naja, für bulgarische Verhältnisse ist es etwas mehr als der Durchschnittslohn. Aber für die Art der Arbeit, sagen viele Kollegen, können sie bessere Jobs bekommen, für viel mehr Geld, ja. Qualitätskontrolleure, die bescheinigen müssen, dass die Arbeiten korrekt ausgeführt wurden, verlassen nach Aussage von Mitarbeitern das Unternehmen in Sofia, weil sie unzufrieden seien und schlecht bezahlt würden. Wäre das nicht ein Sicherheitsrisiko? Dazu erklärt die Lufthansa Technik wieder schriftlich: Die Arbeit unterliegt hohen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen und Standards, die weltweit einheitlich sind.
Hohe Anforderungen gelten entsprechend für die Qualifikation des Personals, unabhängig vom Standort. 5. Mai 2017, Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa in Hamburg. Ich möchte wissen, wie der Konzernvorstand die Vorwürfe der Lufthansa-Technikmitarbeiter bewertet. In seiner Rede unterstreicht der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr noch einmal das Credo der Arbeit der Lufthansa. Sicherheit wird bei Lufthansa immer an erster Stelle stehen. Ein Interview mit ZDF Zoom lehnt der Vorstandsvorsitzende ab. Den Aktionären verkündet er stolz den Erfolg der Airline. Ein kräftiger Gewinn von 1,75 Milliarden Euro wurde 2016 erwirtschaftet. Wir haben geliefert. Die Zahlen stimmen. Wir können Ihnen erneut eines der besten Ergebnisse in der Geschichte der Lufthansa präsentieren. Vor allem konnten wir unsere Stückkosten deutlich senken, konzernweit um 2,5%. Spohr bestätigt damit den harten Sparkurs der letzten Jahre und setzt auf Wachstum. Immer mehr Airlines wurden hinzugekauft, symbolisch verkörpert auf dem Aktionärstreffen mit Flugbegleitern von Lufthansa, Eurowings, Austrian, Swiss und Brussels Airlines. Trotz satter Gewinne meint der Konzern dennoch auch in Zukunft weiter hart sparen zu müssen, um so der Billigkonkurrenz im internationalen Fluggeschäft trotzen zu können. Die Aktionäre freuen sich über den gestiegenen Aktienkurs, vertrauen der Strategie der Konzernleitung. Auch wenn es zu Auslagerungen und Arbeitsplatzabbau kommt. Das ist der Preis dafür, dass es eben eine beständige Aktie ist und ein gesundes Unternehmen. Das gehört einfach dazu. Es ist für den Einzelnen sehr schmerzlich, das ist klar. Ja. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ja. Aber es muss gemacht werden. So sieht das auch die Lufthansa. Immerhin, der Konzernsprecher gibt mir ein Interview und erläutert die Geschäftspolitik, die doch anscheinend viele Mitarbeiter verunsichert. Können Sie das nachvollziehen, diese Ängste, die dort bestehen, und was sollte man diesen Leuten sagen? Klar ist eins, nur wer langfristig wettbewerbsfähig ist und die richtigen Kostenstrukturen hat, der kann auch noch in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren mitmachen im Wettbewerb. Wer das nicht tut und stehen bleibt auf der alten Position, der wird nicht weiterkommen und der wird möglicherweise in diesem ganzen Wettbewerb untergehen. Und da das nicht passieren soll, macht man sich natürlich Gedanken. Und die Frage ist, wenn etwas langfristig nicht wettbewerbsfähig sein kann, macht es dann Sinn, daran festzuhalten? Und die Antwort darauf ist, nein, macht es nicht. Tatsächlich sind die Herausforderungen für die Lufthansa groß. Seit der Liberalisierung des Luftverkehrs können alle Fluggesellschaften alle Flughäfen in Europa anfliegen. Nach Deutschland fliegen nun auch staatliche arabische Airlines ein, die hochsubventioniert günstige Flugtickets anbieten. Hinzu kommen viele europäische Billigcarrier wie EasyJet oder Ryanair. Die deutsche Lufthansa sieht sich stark benachteiligt, besonders durch die deutsche Luftverkehrssteuer, die sie im Vergleich zu ausländischen Airlines besonders hart trifft. Neben der Passagierbeförderung betreibt die Lufthansa das Luftfrachtgeschäft, die Flugzeuginstandhaltung und das Catering in eigenständigen Töchtern. Allerdings, 2016 hat der irische Billigflieger Ryanair die Lufthansa als größtes europäisches Luftfahrtunternehmen gemessen an der Passagierzahl abgelöst. Ryanair beförderte 117 Millionen Passagiere, Lufthansa inklusive der Töchter 110 Millionen. Ryanair erwirtschaftete bei einem Umsatz von 6,5 Milliarden Euro einen Gewinn von gut 1,7 Milliarden Euro. Die Deutsche Lufthansa AG bei einem Umsatz von 32 Milliarden Euro einen Gewinn von 1,75 Milliarden Euro. Die Konzernleitung will die Lufthansa nun unbedingt profitabler machen. Der hauseigene Billigflieger Eurowings fliegt auf immer mehr Kurz- und Mittelstrecken. Piloten und Flugbegleiter verdienen dort viel weniger als nach dem Lufthansa-Konzerntarif. Die Konzernleitung spielt mit dem Gedanken, auch bei den lukrativen Langstrecken andere Airlines mit billigeren Crews einzusetzen. Eine Entwicklung, die immer mehr zulasten der Traditionsmarke Lufthansa geht und die Mitarbeiter weiter unter Druck setzt. Ich besuche den renommierten Luftfahrtexperten Gerald Wissel, der auch die Lufthansa berät.
Ist das jetzt die schlüssige Strategie, der man alles unterordnen kann, oder geht der Mensch da irgendwo verloren? Ich glaube, wir dürfen nicht verkennen, wie wichtig tatsächlich dieser Kranich und das klassische Lufthansa-Logo, die klassische Lufthansa-Mark ist. Wir merken eben schon, dass sie aufgrund der Zukäufe, aufgrund der Komplexität, aufgrund der neuen Modelle natürlich langsam zerfranst und man natürlich Gefahr läuft, eben eine solch starke Marke nach innen gerichtet wie nach außen auch zu beschädigen. Der andere Aspekt ist, dass eben immer wieder bei diesen ganzen Zukäufen oder eben auch der neuen Eurowings-Strategie immer so ein bisschen mitschwingt, diese Drohung gegenüber den Mitarbeitern. Guck mal, wir haben Alternativen. Wir brauchen euch eigentlich gar nicht, wir können es auch anders und guck mal, die sind kostengünstiger. Und das halte ich persönlich für hochgradig gefährlich. Richtig hart trifft der Sparkurs die Töchter des Konzerns, die am Boden tätig sind. Neben Lufthansa Technik etwa die Catering-Tochter. Die Lufthansa Servicegesellschaft LSG Skychefs ist der zweitgrößte Bordverpfleger weltweit. Nach Gewerkschaftsangaben sollen in Deutschland 1.700 von 5.500 Stellen gestrichen werden, knapp ein Drittel. Und ein wichtiger Kunde ist gerade weggebrochen, die Fluglinie Condor. Rund 10 Millionen Mahlzeiten pro Jahr fallen weg. Und bei der LSG damit wohl noch mal einige hundert Stellen. Mehrere Standorte wackeln. Die Zeit des kostenlosen Essens ist bei Billigcarriern längst vorbei. Selbst bei der Premium-Marke Lufthansa gibt es auf innereuropäischen Flügen in der Economy Class Getränke aus Plastik- oder Pappbechern oder gerade mal ein Sandwich. Das bedeutet auch weniger Geschäft für die LSG Skychefs. Frankfurt. Bei den Mitarbeitern des größten Standorts des Lufthansa-Caterers geht die Angst um, dass sie die Nächsten sein könnten. Zwar schützt sie noch einen Tarifsicherungsvertrag vor betriebsbedingten Kündigungen, doch den haben sich die Arbeitnehmer, ähnlich wie in Hamburg, mit massiven Lohnsenkungen teuer erkauft. Erhöhung der Wochenarbeitszeit von 37,5 auf 39 Stunden. 3% weniger Lohn, nur noch 27 statt 30 Tage Urlaub. Dennoch, die Geschäftsleitung hat bereits mit der Auslagerung begonnen. Das Spülen von Besteck, Geschirr und Tabletts wird seit Mai 2017 von einer anderen Firma betrieben. 95 Arbeitsplätze bei LSG Skychefs sind entfallen. Mir wurden aktuelle Bilder aus der Spüle zugespielt. Zu sehen ist Chaos. Dreck auf dem Fußboden, wahllos abgestelltes Geschirr. Hygieneprobleme sind noch keine bekannt, aber die neue Firma scheint die Aufgabe noch nicht im Griff zu haben. Die LSG erklärt dazu auf Anfrage, es sei, Zitat, völlig normal, dass beim Öffnen der Trolleys einzelne Komponenten auf den Boden fallen. Diese werden selbstverständlich im Rahmen unserer regelmäßigen Reinigungszyklen entfernt. In der Nähe des Flughafens. Die Geschäftsstelle der Gewerkschaft Agil. Hierher kommen laufend LSG-Arbeitnehmer und suchen Rat. Viele haben Jahrzehnte in der Spüle gearbeitet. Nun gehören sie zum sogenannten Service Pool und warten auf Arbeit. Zwar sind sie unkündbar, müssen aber auf Schichtzulagen verzichten und sind nach Meinung der Betriebsräte zermürbenden Schikanen ausgesetzt. Sie sind ja nun ein Betroffener. Sie arbeiten schon sehr, sehr lange in der Spüle. 26 Jahre. 26 Jahre. Seine Arbeit ist weg. Er sitzt nur noch zu Hause rum, 2 Jahre vor der Rente, wird nur ein paar Tage im Monat mal angerufen, um zu arbeiten. Viele andere versucht die LSG-Geschäftsleitung irgendwie loszuwerden. Die sind alle in diesen Pool reingekommen und die sollen jetzt demnächst irgendwelche Kurse besuchen, wo sie lernen, sich zu bewerben. Aber sie müssen sich das so vorstellen, die Kollegen sind 50 und älter. Die sind der deutschen Sprache nicht mächtig, haben meistens keine Ausbildung genossen. Selbst wenn sie sich irgendwo bewerben würden, wer sollte diese Menschen nehmen mit 50, 55 und älter? Können Sie da überhaupt noch irgendwas Viele machen? Halten den Druck kaum aus. Und das sind auch Kollegen, die sich auch nicht verteidigen können. Die können auch, die wissen auch nicht mal, was ihre Rechte sind. Ja. Ich muss sogar nebenbei Hausbesuche machen, um die Familie zu beruhigen, weil die Leute haben Angst. Der Krankenstand bei LSG Skychefs in Frankfurt ist doppelt so hoch wie der Durchschnitt in dieser Branche. Weilmünster, rund 60 Kilometer von Frankfurt entfernt. Hier wohnt Familie Ballestero. Juan Ballestero hat 29 Jahre in der Spüle gearbeitet, viele Jahre nur Nachtschicht, was ihm gutes zusätzliches Geld einbrachte. Er habe beste Zeugnisse, nie Nein gesagt, wenn Not am Mann war.
Juan Ballestero hat das Geld für die Familie verdient. Seine Arbeit übernimmt jetzt ein Externer. Er wird nicht mehr gebraucht. Das hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Das schwirrt alles in ihrem Kopf rum. Ja. Diese Gedanke, die gehen nicht weg. Tag und Nacht läuft. Was werde passieren? Was werde passieren? Ich warte, Telefon. Habe ich schon gesagt, ist nicht normal. Weil ich kenne Arbeit. Ja. Ich kenne Arbeit. Ich bin Mensch von Liebe Arbeit. Ja. Wie ich gesagt habe, früher, ich war nicht krank gewesen. Jahrelang. Ihm geht es sehr, sehr schlecht. Er hat nun in seinem Leben Medikamente und jetzt hat er Antidepressiva. Das Geld wird knapp, weil die Schichtzulagen entfallen. Die Geschäftsleitung wollte ihn sogar zu einem Aufhebungsvertrag überreden. Er sollte das Unternehmen verlassen. Die wollen ihn halt, denke ich mal, so fertig machen, damit er halt sagt, okay, ich unterschreibe und fertig. Aber das geht nicht. Ja, also wir haben jetzt noch 4 Kinder im Haus leben und wir haben uns hier das hier geleistet und jetzt steht es auch an der Kippe, ja. Was die Schließung ganzer Abteilungen mit den Betroffenen macht, darüber scheint sich die Geschäftsleitung keine Gedanken zu machen. Dabei habe sie dem Betriebsrat nicht nachweisen können, dass die Auslagerung der Spüle wirtschaftlich Sinn macht. Ich frage nach bei den LSG-Sky-Chefs. Auch die Konzerntochter antwortet mir nur schriftlich. Auf die Frage, warum sie die Spüle nicht mehr selbst betreibt, erklärt sie: Der Wettbewerbsdruck in der Branche ist sehr hoch und die Kunden sind nicht mehr bereit für Standardleistungen, die jeder gleich gut erbringen kann, die hohen Personalkosten der LSG zu tragen. Auf Fragen zur Wirtschaftlichkeit heißt es nur, die LSG-Geschäftsführung gehe davon aus, dass die Maßnahme wirtschaftlich ist. Druck aufbauen und die Mitarbeiter zu Lohnzugeständnissen zwingen, diese Strategie könnte fatale Folgen haben. Wenn der Betriebsfrieden nicht mehr gegeben ist, wenn die Mitarbeiter sich nicht mehr mit ihrem Unternehmen identifizieren, wenn sie Angst haben, wenn sie das Gefühl haben, sie wären nicht mehr wertgeschätzt, dann wird das definitiv einem Unternehmen, ob es jetzt Lufthansa heißt oder anders, schaden. Und da ist es eben ganz dringend erforderlich, dass Lufthansa aus meiner Sicht umschwenkt, wieder zurück zu dem Lufthansa-Artentum und ein besseres Wir-Gefühl, eine größere Identifikation schafft und auch ganz klar nach außen und nach innen sagt, da wollen wir hin, das ist das, was wir brauchen, das ist das, was jeder Mitarbeiter an Beitrag leisten muss. Die deutsche Lufthansa befindet sich mitten im Umbruch. Bei dem Konzernumbau scheinen die Manager den Wert der Marke Lufthansa, Qualität, Service, Sicherheit, aus dem Blick zu verlieren. Den Preis zahlen zunächst die Mitarbeiter. Doch wenn die Kundenzufriedenheit sinkt, leidet letztlich das ganze Unternehmen.